Und er hat mir dann Fragen gestellt, wie ja, was ich denn mit dem Diebesgut vorhatte. Und dann habe ich gefunden, ja, Essen. Also ja, das mit eigenen Augen gesehen, es wird einfach immer noch eine unglaublich grosse Menge an immer noch definitiv verzehrbaren Lebensmitteln wird einfach fortgeschossen. Wir sind vom Container hergekommen. Eigentlich alles, was man auf dem Video jetzt sieht, das ist alles aus dem Container. Also die ganze Kiste, Erdbeere, Biotomaten, noch einen ganzen Rucksack voll Äpfel, die eigentlich noch gut waren. Seit meinem Zwischenfall gehe ich tatsächlich nicht mehr containern. Und ich habe das zu diesem Zeitpunkt schon etwa eineinhalb Jahre lang gemacht, regelmässig. Ich habe gefunden, ja, es wird eh nichts passieren. Wir haben unsere Rucksäcke gefüllt mit allem, was noch einigermaßen gut ausgesehen hat. Klar, wir haben jetzt auch nicht verschimmelte Sachen mitgenommen. Und von dem hat es natürlich auch gehabt. Es hat schon auch Abfall dabei. Aber es hat auch abgepackte Sachen. Und wir haben unsere Rucksäcke gefüllt mit dem, was wir tragen konnten. Und hätten aber locker noch fünf andere Wege können beliefern mit dem Essen. Dann habe ich ein Auto gehört. Und das ist etwa die Mal vorgekommen, dass ein Auto halt vorbeifährt. Da habe ich so hinten vorne geschaut und das Polizeiauto gesehen. Und dann ist wirklich so, ist ein zweites, ein drittes Auto gekommen. Sie sind so mit der grossen Auffahrt dahergekommen. Und spätestens, als ich die Hunde gesehen habe, ist so, ja gut, noch wenn wir jetzt rennen würden, dann bringt es nichts. Und dann haben sie uns aber wirklich einfach behandelt wie Schwerverbrecher. Sie haben gesagt, umdrehen, umdrehen an die Wange. Also wir sind wirklich beide so mit Händen hoch an der Wange gestanden und mussten die Beine auseinanderheben und durften nicht mehr zusammen reden. Und dann haben sie uns einzeln in ein Polizeiauto hineingenommen und halt Handschellen angelegt und eben dann im Polizeiauto gesessen. Und es war so absurd. So, ich hocke gerade in einem Polizeiauto, wo ich habe ein paar abgelaufene Rüebli geklaut. So. Und dann sind wir auf eine Polizeiposten gebracht worden, in separaten Autos. Und dann bin ich so durch verschiedene Schleusen gebracht worden und eben x Polizisten und alle bewaffnet und so. Und dann bin ich mit einer Frau in einen separaten Raum geführt worden und musste komplett blank ziehen. Ich musste mich vorüberbeugen und husten, als ob ich noch irgendetwas versteckt hätte oder so. Ich durfte mich dann wieder anlegen und bin dann in eine Einzelzelle gebracht worden. Und ich bin dann 12 Stunden dort drin festgehalten worden. Also ich konnte kaum schlafen. Ich hatte kein Tageslicht dort drin. Also keine Ahnung, was für Zeit ist, was jetzt abgeht, was der nächste Schritt ist. So. Und dann bin ich aber verhört worden von dem Kriminalpolizisten. Dann habe ich ihn auch noch gefragt, was jetzt mit dem Essen passiert oder wo das denn das Essen jetzt ist. Und er fand, es ist jetzt im Polizeikühlschrank. Dann habe ich gefunden, ja, okay. Und wer hat er essen jetzt nicht? Was ist der grössere Kriminaldelikt? Bin das ich am Schluss, der den Abfall weiterverwerten will und halt einfach zu mir nehmen? Oder ist das schlussendlich eben der grosse Konzern, der das Essen in erster Linie überhaupt fortschießt? Ich verstehe grundsätzlich, dass man dort aus, ja, irgendwie aus Seite des Rechts oder der Polizei, dass man dort irgendwie muss darauf reagieren und uns nicht einfach machen und wieder frei rumlaufen kann. Aber die Art und Weise, wie wir behandelt wurden und die Art und Weise, wie man mit uns ist umgegangen, das finde ich absolut nicht verhältnismäßig. Ich würde mir aus Sicht der Grosskonzerne würde ich mir einfach wünschen, dass man dort irgendwelche alternativen Wege findet, um die Lebensmittel zugänglich zu machen. Ich sage ja nicht einmal, dass es gratis abgegeben werden müsste, aber dass es nicht einfach verbrannt wird. Ich meine, ich bin selber auch so. Du stehst vor einem Apfelkistchen oder vor der Peperoni und wenn irgendwie ein Necki dran ist, dann nimmst du definitiv nicht die Peperoni, sondern du nimmst die schönste. Und die Peperoni mit dem Necki, die landet eben genau dort, wo ich halt mit meinen Wegen zusammen unseren Kühlschrank damit gefüllt habe.